Galgant. Der Galgant ist eine asiatische Pflanze, dessen Wurzelstock als Gewürz und Medizin verwendet wird. Galgant ist eng verwandt mit dem Ingwer und der Kurkuma. Im Altertum war der Galgant in Europa unbekannt, aber im Mittelalter gelangte er aus Asien hierher und wurde schnell sehr beliebt. Vor allem Hildegard von Bingen schätzte den Galgant sehr und machte ihn bekannt. Galgant stärkt vor allem die Verdauung, ganz ähnlich wie Ingwer und Kurkuma. Er wirkt aber auch krampflösend, entzündungshemmend und antibakteriell. Außerdem wirkt er leicht tumorhemmend. Daher eignet sich Galgant zur begleitenden Behandlung zur Chemotherapie, denn er unterstützt deren Wirkung und lindert die Nebenwirkungen. Galgant steht auch im Ruf, als Aphrodisiakum zu wirken. Vor allem Männern soll er zu besonderen Kräften verhelfen. Die normale Anwendung des Galgants dient jedoch zur Stärkung der Verdauung und gegen Erkältung. Man kann ihn als Gewürz verwenden oder man setzt einen Magenbitter damit an. Auch als Likör ist Galgant recht beliebt. Man kann den Galgant auch als Pulver in Kapseln einnehmen. So soll er unter anderem gegen Erkältungskrankheiten vorbeugen. Nun noch ein kurzer Steckbrief über den Galgant. Er ist in Asien verbreitet. Wild wächst er auf der Insel Hainan, ansonsten wird er häufig angebaut. Galgant wird bis zu 1,50 Meter hoch. Er ist eine mehrjährige Pflanze. Die Blütenfarbe ist weiß. Seine Blütezeit reicht von April bis September. Geerntet wird der Wurzelstock. Galgant hilft gegen Verdauungsschwäche, Erkältungen, Krebs und mehr. Der asiatische Galgant ist also ein würdiger Bruder von Ingwer und Kurkuma. Bezugsquellen für Produkte zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal!